Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Brick Force. So, ich wurde in den Kommentaren gebeten, nämlich von einem. Ich habe den Namen vergessen. Das ist eine Sekunde kurz. Ich wurde von Videos. Wo war denn das? Da. Moment, ich hab's gleich. Ich wurde von nicht das. Co. C. Luca TV gebeten, mit der Orion Selten zu spielen. Also machen wir eine Runde mit der Orion Selten. Packen uns auch. Haben wir schon drin? Gut. So, dann suchen wir uns eine Runde. Oh, Terminal. Perfekt. Direkt eine schöne Runde. 16 Spieler. Oh. Bis kurz nach. Zack. So. Wieder ins Spiel rein. Nicht mehr anzeigen. Yep. Gucken, ob die Maus. Yep. Die Maus ist bleibt. Und jetzt direkt loszocken. Und kurz checken, dass der Ton einfach mal verkackt eingestellt ist. Perfekt. Ton ist jetzt, soweit ich weiß, gut eingestellt. Oh, direkt verloren. Ja, gut. Aber 3-1 gespielt und das in ein paar Millisekunden. Nicht schlecht. Boah, bitte kickt mich jetzt nicht aus dem Raum. Ich habe zwar den höchsten Rang gerade im Raum, aber bitte kickt mich nicht. Bin nicht so gut. Ich glaube, der ist besser. Ja, gut, dann halt nicht. Bitte nicht kicken. Ja. Shalom, ihr Chos. Shalom. Jo. Dann geht's jetzt weiter. Auf meiner, also die Map habe ich früher immer sehr gerne gespielt, also Terminal, halt aus dem COD-Teil. Ja gut. Der hat er halt einfach besser gezielt und besser getroffen. Oh Leute, da war einer. Ich mag lieber mit Fadenkreuz zocken. Mit einfach nur Fadenkreuz, so like CSGO. Beziehungsweise einfach Counter-Strike-Style. Finde ich einfach immer noch besser als dieses komische Fadenkreuz. Auch wenn es bei einigen Waffen so war, dass mit Fadenkreuz der, wie heißt es, der Widerstand einfach mal auf Null war. Mist, ey, ich habe diesen einen Typen mit der roten, mit diesem goldenen Helm einfach nicht platt gekriegt. Einfach weil ich zu scheiße war. Komm schon, aber ich mache hier eine Kalle. Ja, easy. Nein, 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 nein. Oh, krass. Er hält ein 100er Pot für 9 Leben hergenommen. Bam, easy. Ah, das hat der Dreierschuss. Ich dachte, das hat immer nur so Einzelschuss. LOL. Mit Dreierschuss ist die Waffe ja viel stärker, als ich es in Erinnerung hatte. Alter, wie krass. Ne, ich nehm's ab sofort nicht mehr in Nahkampf. Oh, Mann. Aber jetzt ist eine Granate. Oh gut, da stand jemand. Ich hätte vorher, wie heißt es, dieses Radar einsetzen sollen. Wie stehe ich? Auch gar nicht mal so schlecht. Hätte es mir jetzt schlechter vorgestellt. Einfach mal nichts gerissen. Oh, die kriege ich aber schnell weg. Dieser eine Indianerspieler, der ist ziemlich gut. Der kann schon was. Der fordert ein.
Ah, da muss ich zu viel durchschießen. Krieg ich nicht hin mit der Waffe. Aber es dauert mit der Waffe einfach zu lange, da durchzuschießen. Jo. Und jo. Warum spiele ich denn jetzt wieder Brick Force? Haben sich jetzt einige nach den ersten paar Folgen gedacht. Beziehungsweise ich habe mir jetzt so eine kleine Competition gegeben. Ich musste diese ganzen Folgen mindestens einen Monat lang durchhalten, weil ich hab mir so gedacht, du bist damit groß geworden, du darfst nicht so undankbar zu deinen Anfängen sein. Aber ich habe das auch letztes Jahr gemacht, eine. Jo, guckt euch mal, wie geil Brick Force war, Folge gemacht. Und deswegen mache ich jetzt einfach eine, nicht nur eine Folge, sondern eine. Jo, guckt mal, wie geil Brick Force war, Monat. Weil ich muss sagen, das Spiel hat sich wieder gebessert. Also, da wir. Nein, und das kaum gespielt wird. Oh, lol, schnell. Nimmt gönn dir die Heilung und rasier ihn weg damit. Bam, ich hab den Dingsbums. Oh, jawoll. Oh, da kam der dritte. Boah. Zwei Stück weggerotzt. Und dann kam der dritte, der einfach. Den Platz zu kriegen, das war. Oh, das war richtig schlecht geaimt, Alter. Warum musstest du gerade ins Gesicht laufen? Ne? Wäre es denn nicht gewesen, hätte ich die besser, hätte ich die schneller planten können. Warum? Weil er nicht da gewesen war und mich getötet hätte. Oh shit, da ist wieder einer. Oh, ich sollte vielleicht öfter. Ich muss öfters daran denken. Da kommt. Wo kommt er jetzt her? Bam, geschafft. Oh, schnell weg. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist hier? Irgendwer trifft mich hier die ganze Zeit. Ach, hier unten drunter. Cool. So, Raum gesichert. Cool. Wenn da jemand steht, kann ich ihn einfach wegsnacken. Geht das bei. Ja, bestimmt geht das bei Call of Duty auch. Und beziehungsweise ist nicht so effektiv, weil die Map da einfach viel schneller ist. Ich glaube, die Map kam noch aus Modern Warfare 2. Dem wahrscheinlich. Ja, doch, dem besten Teil. Ich mag zwar Advanced Warfare richtig gut, aber irgendwie Modern Warfare 2 ist einfach immer noch einfach einen Tacken besser, weil es einfach irgendwie. Weil es ist einfach der beste Teil davon. Sagen zwar alle, dass es der beste Teil ist, aber es stimmt halt einfach. Das merke ich sogar ich. Und täglich grüßt das Murmeltier. Boah, Alter. Davon kommt einer an der Seite wahrscheinlich einer. Ich habe die Schritte zwar nicht gehört, aber ich hatte so ein Gefühl. Oh, guck mal, da kommt jetzt einer. Aim-Duell, Bomb, voll weggesnackt. Habe ich den jetzt? Nee, das war ein anderer Denk. Lolo 316. Boah, die Ohren selten, die geht ab. Krasser Scheiß. Jo, das war eine Runde mit der Orion selten. Jetzt geht die Runde direkt wieder los, aber ich habe nicht bereit gedrückt. Denn ich gehe raus und sage, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt auch in die Kommentare, was die nächste Waffe sein soll. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.